die Intensität ist das gleiche wie letztes Jahr. Wir kennen das hier schon alles. Wir sind hier immer, wir kommen hier gerne hin. Es ist sehr ruhig. Wir können uns wirklich nur aufs Fußball konzentrieren. Und ich denke, das machen wir auch sehr konzentriert. Und dass man in der Vorbereitung auch kaputt sein darf, das denke ich, das ist ganz normal. Sagst du das vielleicht auch, weil wir haben mit dem Trainer mal über deine Laktatwerte gesprochen und das sind ja eigentlich Werte von Bundesliga-Profis, die du da hast. Ja, also das liegt so, glaube ich, in meinen Genen. Also ich brauche echt nicht viel machen, aber ja, ich denke, ich bin immer fit, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Ich spiele alle Spiele, das macht auch viel aus. Und dann, wir hatten gerade den Ernährungsvortrag und ich ernähre mich, denke ich, auch ganz gut. Und im Alter muss man immer ein bisschen drauf schauen, ne? Sonst laufen dir die Jungen weg. Und ich denke, das kriege ich ganz gut hin. Und ja, der Laktat ist ja, schießt keine Tore, sagt man so schön. Also ich hätte lieber vielleicht ein bisschen weniger Laktat und dafür würde ich mal ein Tor schießen. Natürlich ist das ein Thema, gerade ja, wenn man sich ja mal nach dem Urlaub wieder sieht und wenn du das so alles ein bisschen verfolgst, und das hatte ich ja noch ein bisschen in den Urlaub mitgenommen, also besonders gerade auch bei mir, beschäftigt dich das, aber letztendlich musst du das dann auch abschütteln, du musst aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen und du musst es einfach besser machen, und dass wir auch dieses Jahr wieder sehr gut aufgestellt sind, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Klar wird die Konkurrenz genauso groß sein, aber warum sollen wir auch wieder nicht vorne mitspielen und dann aus den Fehlern lernen und dann das einfach besser machen im Endspurt? Ja, wie gesagt, wenn du es nicht gepackt hast, so knapp vor der Ziellinie, gibst du natürlich viel Raum für Spekulationen und dann kann jeder ein bisschen so rein interpretieren. Aber letztendlich kann ich wirklich sagen, wir hatten ein gutes Klima letztes Jahr, an dem lag es nicht. Und dieses Jahr fühlen wir das genauso fort. Und so Jungs, die gerade aus der A-Jung sind, wir waren alle auch mal jung. Und wir sind auch froh gewesen, dass uns der ältere Spieler mal geholfen hat. Und das ist selbstverständlich. Und das ist ein guter Junge. Und wir haben ja wirklich auch viele Neuzugänge, die auch ein bisschen jünger sind. Und die müssen wir uns auch in die Hand nehmen. Und das werden wir. Und da haben wir auch Freude daran, ne? Das Spiel ist ja wirklich ja nur dazu da, dass du so den Rhythmus aufnimmst, dass du dich findest als Team. Und es ist natürlich immer schön, wenn du so attraktive Gegner bekommst, so wie letztes Jahr oder dieses Jahr auch wieder. Also ich spiele lieber gegen solche, gegen andere Mannschaften. Und ich denke, das spricht auch für uns, für Preußen Münster, dass sie auch gerne zu uns kommen oder gerne mit uns sich testen. Und deswegen, ich denke, wir sind wirklich auf einem guten Weg.